Wir werden es zwar so schnell allen voran mit Minardi eh nicht wiederholen können, weil das war schon sehr besonders. Ich meine, wie oft waren wir schon auf dem Treppchen, aber wir bleiben bei Minardi und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grabri 4. So. Einfach hört. Mal gucken, ob uns wer berunden will und ob ich da schön Platz mache. In der letzten Runde. Guck mal. Der greift gleich einen Arrows in an. Ne, lässt er bleiben, okay. Einer wäre schon schön, zwei werden es wohl nicht, aber wäre schon schöner. Ja. Was noch neben uns? Oh. Ging gut. Etwas zu weit raus. Ah, wie schön das einfach wäre, wenn der Circuit de Catalunya wieder diese letzte Kurve hätte. Die letzten beiden Kurven so, genau so. Wobei mir ja eben auch die Schikane Spaß bereitet, aber so wäre es geiler, wie es aktuell ist. Was macht denn der BRR da hinten? Wir uns ja ärgern. Was macht der überhaupt so weit hinten? Na gut, das sollte ich mich auch fragen, wenn ich an Hockenheim denke. Was haben wir da hinten gemacht? Haha, absolut. Aber der wird bald vorbeifahren, der macht ordentlich Druck. Ist natürlich auch klar schneller als wir vom Auto her. Von diesem Jordan. Echt weit hinten von Jordan. Bekommen wir eher den Arrows oder bekommt uns der BRR, bevor wir den Arrows bekommen? Ich glaube, der BRR bekommt uns eher. Der ist jetzt schon schweinenah dran. Jetzt sehe ich den Rückspiegel leider nicht. Ist der auf der Geraden schneller? Nee. Nee. Ich werde aber dagegen geraden angreifen, ansonsten sehe ich nicht viele Chancen für ihn, außer ich schlafe mal irgendwo komplett oder mache einen Fehler. Oder er klebt sich uns voll in den Windschatten. Aber selbst dann verliert er irgendwann wieder den Schwung bei der langen Geraden, weil wir viele Geraden schneller sind. Ja, schon ganz schön groß im Rückspiegel. Thank you.
So richtig näher sind mit den Arrows nicht gekommen. Hätte ich mehr Gas geben können. Da war das Hinterrad zu sehen. Er hat sich noch mehr entfernt. Oh, was macht denn der? Ausscheiden, okay. Guck ich jetzt nicht nach, warum. Den gefühlt gerade gut im Rhythmus. Der Pedro. Ah, Mist, Rhythmus, wie war das? Nein! Bleib hinter uns! Jetzt ist aber scheiße nah dran für die gerade. Jetzt nämlich die Tür zu sehr zuschmeißen, er will nicht, okay. Wenn es da zu eng wird, dann steckt er zurück. Noch will er uns nicht folgen. Wenn er gleich mal im Rückspiegel auftaucht, dann heißt es, er schnuppert Windschatten. Vom Arrows ist jetzt auch schon eine Lücke, eine gute Lücke. Hinterm BRR kommt erstmal nichts. Ah, doch dunkelblau, aber mit etwas Abstand. Draußen ein Jordan. Ah, bleib ich jetzt? Nee, ich muss hier weg. Ja, wir hatten selbst Windschatten, aber ansonsten kommt der BRR zu nah. Da muss ich den Windschatten aufgeben. Oh, ein BRR im Rückspiegel, das kenne ich ja. Hat er ihn angeschoben? Nee, bestimmt nicht. Nee, ist weit weg. Der macht fast schon ab, geht die Post. Eine Ecke zu früh. Wir kommen den Arrows näher, weil wir auf der Geraden einfach schneller sind. Merkt man am BAR. Der ist weit vorne. Wie sieht das aus seiner Sicht aus? Oh ja, kabbelt euch, kabbelt euch. Mist. Oh, 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 nein, 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 nein. Wenn man einfach merkt, wie ihm der kleine Windschatten schon hilft, ihm dann wohl ein Windschatten auch statt zu helfen würde. Hm.
Wir rauchen den Hintermann voll ein. Und sein Hintermann, der dunkelblaue, kommt auch näher. Oh oh, der Bär, er ist nicht weit weg. Fliegt jetzt doch etwas, weil wir einen zu guten Windschatten bekommen. Das ist gerade eine coole Dreiergruppe hier und vielleicht wird es gleich eine Vierergruppe. Ich werde wieder aus dem Windschatten rausfahren, weil sonst greift der Bär eher an. Oder er ist nah genug dran und versucht uns zu folgen. Das kann jetzt gut sein, er ist nämlich sehr nah dran. Da ist ein hellblauer hinter uns, hinter dem BRR. Hätten wir den BRR hinter uns nicht, dann hätten wir schon längst den Arrows bekommen, weil ich Windschatten nehmen würde. Ach, ich habe keine Lust, dass der uns bekommt. Der soll mal schön hinter uns versauern. Jetzt wird's interessant. Hätt's doch innen probieren sollen. Mann! Vierergruppe, der Benetton ist da. Ist der wieder so weit weg? Wenn ich mal näher dran bin, dann würde ich mir auch den Windschatten gönnen, aber der Bär, er ist uns einfach zu nah, deswegen... Oh, der Bennett nimmt das Windschatten im Schwung mit und dann bekommt er uns auch nicht. Das ist ein interessantes Bild im Rückspiegel. Jetzt kommt der Bennett am BRR vorbei. Fisiko, was machst du denn? Willst du uns ärgern? Warum denn? So, vielleicht die nächste Chance gegen den Eros. Sieht gut aus, das sieht gut aus. Falsche Seite. Oh ne, der ist immer noch neben uns. Oh Mann. Jetzt! Oh, lange, schwere Geburt, aber das war einfach ein tolles, rundenlanges Duell. Ohne DRS. Mit DRS wäre das sowas von schnell vorbei gewesen. Eieiei. Der BR greift ja auch an. Können wir uns jetzt von den drei absetzen? Naja, der ist nah dran, der Arrows. Was ist der so nah dran? Der ist ja näher dran als der BR vorhin die ganze Zeit.
Interessant, das im Rückspiegel zu sehen. Sehr interessant. Oh, wie nah die sind. Wie nah die einander nebeneinander oder hintereinander fahren. Oh, der schießt uns ab! Na! Du Kacknase! Ich hab's gemerkt, weil er war im Rückspiegel. Er war. Na, jetzt sind die einfach an der BR vorbei. Der ist rechts bei uns im Rückspiegel verschwunden und die Kurve kam näher und näher und dann habe ich irgendwann geöffnet, aber es hat nicht mehr gereicht. Der ist uns reingekachelt. Mann, gerade erst frisch vorm Arrows und dann sowas. Der kommt von Anführungszeichen vierter Position von dieser Gruppe und fährt in uns rein. Was ist mit ihm verkehrt? Er spinnt wohl, der Kanadier. Boah! Ey. Für den Überschuss hat die Kurve noch ganz gut bekommen, aber er ist leicht übers Ziel hinausgeschossen, hat uns abgeholt. Ah, den BR sehen wir doch nicht wieder, der ist doch von Haus aus zu schnell, wenn er mal vor uns ist. Benetton, denke ich, bekommen wir noch, aber der BR zieht von dann. Unsere Hoffnung muss jetzt sein, der Benetton hält den BR auf, der ist ja noch ein Arrows. Gibt's wohl zwei von denen oder was? Gut, die Arrows haben uns nichts getan, der BR war so kacke. Der will nuff. Der BR kommt dem Benetton näher. Ist schon mal gut und dann halten die sich hoffentlich auf und dann kommen wir wieder ran. Jetzt kann ich mal Windschatten genießen, auch wenn er ganz klein ist, weil der andere Arrows, der hinter uns, der ist zu weit weg. Ja, Windschatten kann man jetzt nicht mehr, zu weit weg. Schnellstens am Bernardi vorbei. Der BRR darf auf keinen Fall am Benetton vorbei, weil dann zieht er wohl endgültig weg. Ich bin jetzt weit weg verstützt hier. Mist. Da vorne gibt es schon den Zweikampf und der kommt jetzt, glaube ich, vorbei. Oh Mann. Kommt der vorbei? Ich sehe nichts. Nee, sehr schön. Kommt's. Ja, auch da innen, wo er in uns reingekarrt ist, da ist eine Bremsspur. Wird jetzt schon Kampflinie. Das ist nicht gut für ihn. Will die Konkurrenz nie Kampflinie fahren bei dieser Kurve? So mein bisheriges Gefühl. Wer ist vor uns? Jawohl, der BR, aber dieser Senator, dran, der kommt doch jetzt vorbei. Komm, Fisico, gib Gas.
So, was sagt hier hinter der Kuppel? Jawohl, der BRR ist noch hinten dran. Jetzt müssen wir irgendwie rankommen. Hätte ich nicht gedacht, dass er sich so schwer tut, Villeneuve gegenüber Fisichella. Abstand 5-2, okay. Zu schnell, Mist. Oh. So wird das nichts mit reinkommen. Gut aus, der Aeros ist uns viel zu nah dran. Davon ist weiter abgehauen, ich sehe sie kaum noch. Man sieht gerade so noch, dass der BR hinten drin ist. Ich will gerade zu viel. Oh, das war knapp mit der Wiese links. Wieder. Wir können uns nicht mehr vom Aeros richtig absetzen, ist nicht gut. Aber selbst Platz 14 ist ja schon wieder phänomenal, phänomenal. Konnte ich jetzt nicht mehr sehen, wer da vor wem ist. Ist weit weg. Ne, kann ich jetzt nicht mehr erkennen. 7-9, Villeneuve noch vor uns. Nummer 1,4 gewonnen. Da hinten gibt es gleich einen teaminternen Kampf. Noch mehr Abstand zu uns rausgefahren haben. Nach hinten ist der Abstand gerade gut, aber auch nur sehr spärlich ausgebaut. Oh, nur eine halbe Sekunde verloren. Okay. Aber auch nur 1,4 Abstand zum Hintermann. Wenn da vorne nichts mehr passiert, sehen wir den nicht wieder. Wir fahren gleich noch 4 Runden. In diesem Rennen werden wir unseren Herrn Teamkollegen aber nicht überrennen, bin ich mir ganz sicher. Thank you.
Mist. Jetzt kommt er vorbei. Beide. Nein, nur einer. Trotzdem, Mist. Aber auch schön, dann haben wir nochmal was zu tun. Das ist ein richtiges Ziel vor Augen. Auch wenn es schwierig werden wird. Ich meine, wie spät wir erst am Arrows vorbei sind, das kam nicht ohne Grund. Oh Gott, Windschatten, das ist nicht gut. Zeitfahrer sehe ich diesen 14. Platz nicht wiederkommen. Oh, gelbe Flagge. Ist das jetzt ein Benetton oder ein BRR? Schöne Spur hier bei der Boxengasseneinfahrt. Ist doch ein blauer, irgendein blauer. Aha, Physiko. Einfach so. Oh, er ist mittlerweile hinter dem BR. Hui. Platz nach hinten, also gleich wieder Gas geben. Was hat er sich für einen Vorsprung rausgefahren, dass er sich so einen Dreher leisten kann? Schlimm. Drei Runden noch. Im Bildschirm links war ein Jordan zu sehen. Einfach nur mal so, als Info. Reinhauen. Das sollte doch noch irgendwie ein Zweikampf werden, oder? Muss, kann doch nicht so zu Ende gehen. Na, zu weit raus, Mist. Wollte ich zu viel. Zwei Runden noch, Abstand 1,9 mindestens geblieben. Ich sag Abstand 1,9. 1,9. Doch mal noch näher ran. Aber es ist zu wenig Zeit übrig. Das sind 1,7 Sekunden.
Oh, Michael Schumacher nicht weit weg. 1-0 sogar, okay. Dranbleiben. Aber auf Ausfahrtstation, das wird nichts. Wir müssen auf der Gegengeraden überholen. Wir müssen da jetzt bei der Gegengeraden nah genug dran sein. Und die ist gleich. Ich will zu viel. Kacke. Mist. Ziemlich schmutzige Luft. Und die Linie kommt gleich. Mist. Mann. Das ärgert mich schon. Vielen Dank, Wilner, fürs Abschießen. Besten Runde. Er auf der 14 und er auf der 21. 4, 8, 2, 3, 1, 5er Abstand. Entschuldigung, 2, 5er Abstand. Schade. Leider mal wieder kein Treppchen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.